So, herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Episode von Aufstand der Brandländer or The Morning Revenge. Wie ihr sehen könnt, haben wir bereits Tag 56. Nach der Schlacht bei dem Sklavenmarkt haben wir unsere Truppe erstmal mühsam wieder hier nach Blackfist Base zurückgeschafft und sind mittlerweile wieder so, dass alle zumindest nicht mehr schwer verwundet sind. Wir haben allerdings durch eine kleine Meinungsverschiedenheit der Söldner mit den United Cities Samurai etliche an Gliedmaßen verloren und haben natürlich nach der Schlacht bei den Sklavenmärkten die Roaming Fists in die Roaming Blades umbenannt. Es hat einfach Sinn gemacht, wenn alle natürlich hier mittlerweile mit Säbeln ausgestattet sind, passt das Fist nicht mehr so ganz. Das ermöglicht uns aber jetzt ganz andere Möglichkeiten oder Optionen. Zusätzlich habe ich angefangen, meine Jungs wieder hier die Heart Protectors craften zu lassen. Ja? Ganz einfach, weil wir die Kohle brauchen. Ja. Und das nächste, was wir uns besorgen werden, sind Pack Animals. Ich weiß nur noch nicht welche. Ich bin am Überlegen, den Tame Beasties Mod noch zu installieren, weil in dem Hinblick darauf, dass wir ja nur Scorchlander sind und das nächste Ziel besteht darin, circa hier eine Basis zu errichten, also mitten ja, im Feindesgebiet, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das so hinbekommen, ja. Weil hier drüben geht es natürlich schon ganz anders ab. Ich will aber irgendwie, also entweder Gorillos oder Landbats als Pack-Animals haben, einfach um mal ein bisschen Variation drin zu haben und nicht immer Garros, Bone Dogs oder ähnliches zu haben, ja. Hier klopfen sich die Mercenaries immer noch mit irgendwelchen Bauern, aber der kriegt jetzt wahrscheinlich auch den Frack ein bisschen voll. Ja. So. Zudem haben wir, der Raum ist noch nicht ganz fertig gebaut, haben wir angefangen, zwei Waffenschmiede auszubilden, weil wir natürlich gegen später unsere ganzen Männer mit Waffen ausrüsten müssen, sonst hat das alles ja gar keinen Sinn. Ja. So. Zusätzlich haben wir durch die Streitereien unserer Söldner mit den United Cities Leuten die Red Samurai gegründet. Und werden jetzt hier versuchen, die restlichen zu rekrutieren und dann eine neue Truppe auf die Beine zu stellen. Ja. Die Red Samurais werde ich mit der Azuki Armor ausstatten. Weil sie einfach, also meiner Meinung nach ist, finde ich, vom Aussehen her mit die coolste Rüstung, die es überhaupt gibt. Ja. So, das erste Ziel ist jetzt aber, dass wir die Roaming Blades mit Waffen ausstatten, die ein bisschen besser sind und vor allem durchgängig. Ja. Dazu werden wir hier die Roaming Blades nochmal alle zusammen versammeln. Auch Druji. Also es gibt einige, die wirklich noch Arme und Beine nicht haben. Und wir haben hier auch noch, ich glaube, fast 10 potenzielle Kandidaten für die Red Samurai. Ja, so, dem fehlen was. So. So, jetzt geht er mal hier rüber und rekrutiert einfach noch ein paar. So. Wai Waziki. So. Kriegernamen, wie wir gesagt haben, kommen erst später. Aber bei den Jungs hier muss ich nicht mehr viel machen. Die sind echt, also echt schon wirklich krasse Fighter dabei. So, den tun wir erstmal looten. Wo hat denn der das Schwert schon wieder her? So. Ja, das sind alles, aber den können wir noch gleich mit.
Slaver Heavy Guard. Ja, 20.000, komm, wir haben das Geld ja jetzt. Kaziro. So, dann lassen wir den auch noch frei. First Aid. So, sind hier irgendwelche noch verletzt? So wie es aussieht, nicht. Ja, da haben wir noch 4-5 Stück. Das heißt dann auch, wir haben nochmal eine Truppe, die fast fertig ist, schon für den Einsatz. Aber jetzt werde ich doch mal schauen, dass ich die Roaming Blaze hier versammle. Und zwar so, dass keiner mehr wegrennt. Ezukoi. So. So, meine Freunde, jetzt gucken wir doch mal, wer alles eine Waffe hat und wer nicht und vor allem wer überschüssige Waffen hat. Ja? Gucken wir einfach mal hier durch. Der hat noch zwei. Das geht nicht. So. Weil Roaming Blades werden mit. Ah, warte mal, da haben wir. Nee, haben wir nicht. So. Das kommt auch weg. Weg damit. So, meine Freunde. Ja, den kann er behalten. Das kommt weg. Die Red Samurai. So, aber es gibt einige, die noch keine Waffen haben. Und der hat natürlich. Nein, Muki ist einer von den Reds, ist von den. Der geht noch hier. Oder? Nein, 30 Mann haben die Roaming Blades. So, und Moki geht jetzt hier drüben sich Rüstung holen. Und zwar einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So, ist ja hiermit ausgestattet. Aber eben machen wir das jetzt genauso. So, jetzt noch die richtigen Schuhe. Dann passt das bei ihm hier auch. Und dann kommt noch Locani. Ja, weil Rüstungen haben wir ja mittlerweile genug. So, einmal, zweimal, dreimal. So, und dann noch Schuhe. So, das passt natürlich nicht. So, Freunde. Und jetzt sind alle sowohl mit Säbeln ausgestattet, als auch mit Rüstung. Und wir können jetzt mal anfangen, uns auf die Tour zu begeben, dass wir So, warum laufen die zwei so langsam? So. Ja, Okani fehlt das Bein. So. Jetzt schalten wir mal einen Gang runter. So, gucken mal, haben wir. Nee, die produzieren immer noch nicht genug Eisen. Das ist schon krass. Werden wir bestimmt noch mal eine bauen müssen. Aber Iron Plates müssten mittlerweile genug vorhanden sein. So. Genau. Was noch dazu kommt, die Moonblades haben Verstärkung bekommen. Ja. Vor allem Krull. Das war einer von den Samurai bei den Vereinten Städten. Und den haben wir natürlich ausgestattet mit einer der mit der krassen Waffe, ja, und mit seiner Stärke mit 77 haut er damit ganz schön rein. Der ist als Bewacher ist der optimal hier für die Basis, wenn die Roaming Blades unterwegs sind. Dann
Zusätzlich ist Palms dabei. Die Jungs hier mit, also so gut wie es geht, die Blackfist Crew mit Samurai-Rüstung auszustatten. Ne? Und das machen wir jetzt gleich mal. So. Weil. So. Zack. Zack. Und zack. So. Der nächste als Samurai. Ja. So, aber gestohlene verwenden wir natürlich nicht. Wir haben ja unseren Stolz. So, jetzt sind die hier alle. Standard Grade. Sowas wollen wir nicht. So, gucken wir mal. Ja, wir haben hier noch eine Specialist Grade. So, und jetzt müssen wir eigentlich mal ein bisschen für Sauberkeit hier sorgen. Aber da wir ja nicht immer nur Organisatorisches machen wollen, tun wir jetzt ganz einfach mal Esukoi Okani hochheben lassen. Und dann marschieren wir Richtung, oder? Was machen wir denn? Wir könnten eigentlich. Nee, wir schicken Esokoi, weil er ist schneller und vor allem stärker. Ja. Das machen wir aber noch mal weg. Das legen wir hier in die Kiste. Ja. So, meine Freunde. So. Der kommt fort und das kommt auch weg. Weil Esukoi jetzt noch mal. Bisschen was einkaufen geht. So, und wer ist das schon wieder? Ah, der Tax Collector. Ja, das ist im Moment gar kein Problem. So. Jetzt holen wir uns nochmal einen für die Red Samurai. Weil wenn man Geld hat, ist das ganz leicht, Samurai zu gewinnen. Die wollen alle nur Kohle. Also zumindest bei Kenshi. Ja. So. 15.000 und schon gehört er uns. So. Und wieder ein Monster bei uns wie mit drin. Wenn vielleicht ein paar von euch denken, dass das einfach zu leicht geht, wartet ab, bis wir anfangen, uns mit verschiedenen Fraktionen anzulegen. Da werdet ihr sehen, dass die Jungs hier mit den Stats völlig im Rahmen sind. Ja? So. Genau. So, jetzt gehen die Roaming Blades alle mal in diese Richtung. Und Okani braucht irgendwoher noch. Wir brauchen Beine. So. Ich meine, mit den Waffen müssen wir jetzt noch gar nicht probieren, irgendwelche Roboter oder Ancient Ruins aufzusuchen. Weil die uns, wie gesagt, einfach mit den schlechten Waffen, die nehmen uns einfach auseinander. So. Und das gefällt mir auch noch nicht. Die kriegen andere Waffen zugewiesen, die hier hinten nicht überstehen, weil das sieht meiner Meinung nach einfach scheiße aus. So,
Müssen wir mal gucken, was können wir denn über. Okay, das ist noch nichts. So, ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Und Esokoi trägt so lange Okani. Das verträgt er nämlich gut. So, und dann können wir hier ein bisschen auf Tour gehen. Als allererstes sollten wir vielleicht Richtung Drifters Last gehen und uns dort einige Blaupausen bzw. Anleitungen für Waffen besorgen. Ich denke, also der Jagdsäbel würde super zu dem Outfit passen, vor allem weil er hinten quer rüber geht und nicht durch den Helm durchsteht. Von der Animation sieht es dann besser aus. Und was noch eigentlich wichtiger ist, der Hunting Saber gibt Boni gegen Roboter und gegen Spiders, also und hat Armor, nee, hat Armor Penetration, meine ich, so rum, ja. So. Jetzt mache ich nur Folgendes, weil Enkadu immer noch sein Bounty hat, ja. Müssen wir ja nicht provozieren, dass er hier erkannt wird. Und wir gucken einfach mal. Ah, hier gibt es nur den Rüstungsladen. Es gibt keinen Waffenladen hier. Schade. Da müssen wir nach Clown Steady. Aber vielleicht. Moment. Vielleicht können wir hier ein paar. Wenn wir den. Ja, genau. So. Paar Healing Potions kaufen und wenn es nur kleine sind. So, das war mal das. Manche haben zu viel, manche zu wenig. Und jetzt schicken wir die Jungs ganz einfach in diese Richtung. Denen fehlen die Arme. Und deswegen haben sie keine Stärke. Jetzt gucken wir mal bei der Crew. Ja, die sind auf jeden Fall versorgt noch mit ordentlich Material. So. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch mal eine. Nee. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir die Roaming Blades Richtung Drifters Last bekommen. So. Das heißt, schau wieder, es ist einfach heftig, wie es hier zur Sache geht. Gehen wir hier oben zur Waystation. Okay. Und schauen, dass wir Healing Potions bekommen. Weil wir ansonsten ziemlich alt aussehen. Healing Potions und Splint Kits sind das A und O, wenn man mit einer Truppe auf Tour geht. Weil sonst wirklich beim. Ja, erstens verliert man Gliedmaßen ohne Ende. Und zweitens, ohne die Splint-Kits ist man dann ruckzuck dabei, dass die Hälfte nur noch mit zwei Marschgeschwindigkeit laufen kann. Und dann dauert das alles Ewigkeiten. So, wir machen jetzt aber wieder hier. So, kommen erstmal wieder alle zusammen. So. Und jetzt gehen wir zur Waystation. So, wir sind gleich wieder da, wenn wir bei der Waystation sind. So, meine Freunde, jetzt schauen wir ganz kurz nach. Hier kann Enkado sich frei bewegen.
weil er keine Bounty hat. Und wir schauen natürlich, dass wir hier den Händler finden. Wo ist er denn? Das ist jetzt allerdings nicht so toll, wenn der sich verzogen hat. Guck mal, vielleicht ist der da drüben wenigstens noch hier. Der ist noch da. So, aber der hat wahrscheinlich auch keine Healing Potions oder Healing Kits. Nein, leider nicht. Was machen wir denn da? So. Okay, dann warten die Roaming Blades erstmal kurz hier und wir kümmern uns ein bisschen um die Blackfist Crew. So, jetzt müssen wir mal schauen, wer von denen einen Rucksack hat. So, weil dann tun wir mal den ganzen Müll, der sich hier gesammelt hat. Ach so. Sicherlich, Herr Steuereintreiber. Wir wollen ja keinen Ärger mit Ihnen. Nicht nachdem wir gesehen haben, was uns dann blüht. Ja, 4.000 zahle ich. Gar kein Problem. Ja. So. Pas klar. So, mein Freund. Du tust natürlich jetzt alles, was hier ist. Und nicht dahin gehört. In die Presse. Und dann kriegen wir dadurch erstmal auch wieder ein bisschen Eisennachschub. So. So. Und weiter geht's. Das kommt fort. Das verkaufen wir. So. Verkauft. Na, ist verkauft, also vernichten. So. Wo geht denn der hin? So. So, Freunde. So, das passt hier. Das passt auch. So, hier passt es noch nicht. So, wir gucken nach, was hier. Ja, das passt auch. So, das passt mir natürlich sehr gut, weil das ist nämlich richtig Schotter, was hier liegt. Guck mal, 6.100 und 4.300 pro Heart Protector. Und die sind so schnell produziert, kann man sich gar nicht vorstellen. So, jetzt kommt noch der Müll hier. Wird alles weggemacht. Was macht denn der? Ach, der macht den. Der arbeitet am Stone Processor. Deswegen. So, dann lassen wir den mal lieber hier ruhen. So, dann kommt Sienna. Die hat zwar weniger Platz, aber die rennt wesentlich nicht fort. Und die kann auch noch eine Rüstung gebrauchen. So, also. Das kommt hier gleich in den Abfall. So, und jetzt gucken wir mal. Einmal, zweimal. Nein, das ist eine Faction-Uniform. Einmal. Und zweimal, ja. So, jetzt bist du aus. Gerüstet, Mädchen. Jetzt kannst du hier weitermachen. Und ja. Die ganzen Sachen vernichten, die sonst bei uns nur
Platz wegnehmen im Inventar. So. So, meine Freunde. Ich mache noch mal ganz kurz Pause, bis das alles erledigt ist, und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich. So, meine Freunde, jetzt haben wir alles beseitigt und wir können weiter die Leute hier ausrüsten. Ja. So. Jetzt marschieren die Roaming Blades Richtung Clown Steady. Ich hoffe mal, hier geht nichts schief. So, wir sind gleich zurück und dann geht's weiter. So, meine Freunde, wir sind in Clown Steady angekommen und haben gleichzeitig hier noch und hier eine Ohrmine in Auftrag gegeben und hier jeweils eine Azuki Workbench, weil das gibt nämlich die Standardrüstung für unsere Red Samurai. Ja? Zeige euch gleich warum. Weil die Armor sieht richtig schön aus. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, rüsten wir uns jetzt mal damit aus. So, wir haben das Glück, dass wir hier noch eine Art Basis haben. Und jetzt kann Enkado sich hier drin verstecken. So. Und Ezukoi kann hier in den Waffenladen gehen. Und schauen, ob wir hier den Hunting Saber als Rezept bekommen. So. Schauen wir mal nach. Und hier ist er doch. Hier vorne sitzt er und sagt kein Wort. Heiland sagt. So. Jetzt gucken wir mal. Plank Toppers. Fragment. Foreign Saber. Katanas brauchen wir. Desert. Wakizashi. Cleaver. Long Cleaver. Exotic. Nodachi, Longsword, Ninja, Saber. Den holen wir. Holz Sabers. Und Ring Sabers. Desert. Ah, die sind ein bisschen teuer. Combat Cleaver, Fragment Angst, Toppers, Plank. Leider nicht. Aber, so, meine Herrschaften, so, du kannst jetzt hier rausgehen. Was haben wir denn eigentlich an, Ezukoi ist halt schon ein Monster, gell? Wir können hier durchaus noch was lernen. Und deswegen gehen wir jetzt alle, also auch Enkadu, hier hoch auf die Ebene. Ah, und wir können uns, glaube ich, hier endlich die ersehnten Healing Potions kaufen. Ja. Oder auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, ob vielleicht hier welche möglich sind. So. Wo ist unser... Ja, hier ist unser eiskaltes Händlerchen. So. Aber wir haben hier auch nur wieder... So, jetzt gucken wir mal. Okay. So. Splint-Kits haben wir allerdings hier keine. Was etwas schlecht ist. So. Wir gehen weiter. Und machen uns auf den Weg Richtung... Ja, Richtung Ebene hier hoch. Und gucken mal, ob was wir hier vielleicht erreichen können. So, ich würde sagen, ich würde fast sagen, wir machen uns hier so eine Dreiecksbasis, wo wir hier nochmal eine
eine Möglichkeit haben. Und da ist schon der Grund, den ich suche. Hier haben wir nämlich die Ninjas. So, meine Freunde. Hier werden wir nun ein paar Ninjas kaputt machen. Los, Leute, zeigt's ihnen. Jawohl. Kein Spaß und keine Gnade. So. Samui und Olkui. Schnappt euch den Bogenschützen. Jawohl. Ja. Und dadurch, dass die in den Stats bei ca. 50 liegen, können wir mit unseren reduzierten Werten hier noch richtig XP kriegen, ne? Wie man hier sieht. Ja, also 2%, 2 bis 4% pro Schlag. Das ist schon eine super Sache. Ja, das ist für uns hier richtig gutes Training. Vor allem, weil es nicht viele sind und wir mit der zahlenmäßigen Überlegenheit hier richtig punkten können, auch wenn unsere Waffen wirklich beschissen sind. Aber das war brav gekämpft, meine Freunde. So, ich würde wirklich gern probieren, die River Raptors hier anzugreifen, aber die sind zu arg einfach. Ja? Wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Red Sabers erwischen. Da vorne sieht es doch schon mal gut aus. So. So, jetzt geht es dann gleich ab. Jawohl. Zeigt denen mal richtig, was hier los ist. Ja, wir lassen uns nichts mehr gefallen. Uhaha. Zack. Ein paar richtig coole neue Animationen. Jetzt machen wir aber Folgendes, bevor wir hier noch weitergehen. Schauen wir mal ganz kurz. Dass wir hier den Rest der Jungs. Okay, Skinner nicht. Okay, Lecco. Das sind alles unsere Schmiede. Schauen wir ganz einfach mal. Na, machen wir jetzt mal nichts. So. Und wo gehen wir jetzt hin? Also, meine Freunde, wir probieren es. Wir werden hier ganz einfach. Das sind aber wirklich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 29, 21, 22. Ach komm, wir probieren das jetzt. Das gibt zwar jetzt richtig auf die Mütze für uns, aber es ist super Training. So. So, Freunde, und jetzt wieder ein bisschen. Und jetzt schauen wir nach, was daraus wird. Zeigt's ihnen, los, Jungs. So, die ziehst du auch aus. Und jetzt geh ab, mein Freund. Das ist ziemlich viel Rot. Ah, los, kommt, Jungs, gebt alles. Ja, Rakai steht auch noch gut da. Palui. Majali. Oh, das ist aber schon. Sylla. Ja, es gehen die ersten Down von uns. So, aber Hanjo. Alle, die down gehen,
Sofort. So. Dass die nicht mehr aufstehen. Druji. So. Masai. Ah, nee, der. So. Jetzt müssten wir sie schaffen. Ja, das schaffen wir diesmal. Jawohl, super gemacht. Und das Gute ist, die haben alle 45 bis 50 bis sogar 60 Skill hoch. Und mit unseren niedrigeren Skills kriegen wir hier richtig gut Erfahrung. Der hat, guck mal, der hat nur 23. Das ist optimal. So. Jawohl. So. Und jetzt. Immer gucken, dass sie nicht so schnell wieder aufstehen. Ja, genau, so muss das sein. So, wir werden jetzt solche Schlachten, wenn wir es in der nächsten Zeit öfter machen, einfach, dass unsere Jungs besser werden und dass wir anfangen können, uns auch mal gegen richtige Gegner durchzusetzen, auch mit unserer schweren Rüstung, die uns so viele Abzüge gibt. So, jetzt tut ihr euch erstmal heilen. So, und währenddessen schauen wir mal, halt, nee, 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 was bei unserer Blackfish Crew los oder bei den Red Samurai los ist. Du Truki. So, meine Freunde. Die Robin Blades kämpfen. Ja, und wir haben schon wieder keinen Fabric. Also es wird Zeit, ich soll ganz kurz erklären, was wir in Zukunft planen. Hier natürlich die Blackfish Base wird weiter ausgebaut. Und hier im Sumpf, in südlichen Wetlands, vielleicht sogar hier auf dem Plateau, möchte ich eine Sumpfbasis errichten, wo wir, na, wo wir Reis oder Hanf anbauen könnten. Vielleicht baue ich es auch hier. Wo man also einen Übergang zwischen Sumpf und Arid hat. Dann können nämlich unsere Hiver das Molting anfangen, also die Moonblades. Und da zeige ich euch dann gleich, was das sein wird. Ja? Aber für heute schauen wir erstmal, ob die Roaming Blades noch einen Kampf finden. Wenn ja, kämpfen wir den aus. Und wenn nicht, machen wir dann diese Episode Schluss für heute. So. Esukoi, du hebst ihn wieder auf. So. Palui, du nimmst Pecky. Und Lokui. So, mal gucken, wer ist denn noch langsam. Zack. Wer ist denn noch langsam? Ah, genau. Slacy. 15, 23, jawohl, du nimmst ihn noch mit. Und 9, nö, das brauchen wir auch nicht. Moki holt sich noch Lokani. Und schon ist unsere Truppe wieder schneller unterwegs. So. Was will Sakura? Ah ja. Sakura ist lazy. Psst. Und Moki beendet die ganze Sache. Sauber gemacht. So. Jetzt gehen wir nach hier oben. Und schauen, ob wir ein paar Red Sabers zum Zusammenschlagen finden.
Aber es sieht soweit schlecht aus. So. Meine Freunde, wir machen jetzt hier eine ganz kurze Pause. Beziehungsweise keine Pause im. Oh, na, da sind Red Sabers. Aber den Kampf werden wir uns jetzt noch anschauen. So, meine Freunde, Esugoi. Na? Red Sabers gegen die Roaming Blades. So. Roaming Blades, Aufstellung nehmen. Halt. Ich depp. Hä? Und jetzt, meine Freunde, für das letzte Mal, Attacke! Schlagt sie alle kaputt. Vorwärts! Das ist die Rache. Aber so wie es aussieht, geben die uns einen heftigen Fight. So, wo ist Ezukoi? Jawohl, weiter geht's, ja. Zack. Oh. Vorwärts, Leute, nicht aufgeben. Sukhoi, nimm den Rucksack ab. Der behindert dich nur. Das war natürlich wieder ganz toll gemacht. So. Palui lässt Packy runter. So. Zeigt sehen. Es wird ein harter Kampf. Aber Ezukoi kämpft sich durch. Ja. So, und du lässt Moki auch runter. Freunde. So. Ezukoi ist der Retter wieder mal. Ich muss alle aus der Scheiße holen. Aber alles zusammen habe ich jetzt schon eine Truppe, die gut kämpft. So. Puh. Das hat sich jetzt gelohnt. Mit einem richtig guten Kampf und einem hart erkämpften Sieg sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Gnirk mit den Roaming Blades.